Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil 7 Days to Die. Wie immer dabei, der Cocaine. Hallöchen, ihr Lieben. Wir sind wieder im Keller. Kisten hat man schon gesetzt. Wo haben wir zuletzt aufgehört? Ich bin mir gar nicht sicher. Als wir drüben waren, gell? Da hast du mir erklärt, dass die Kisten in eine Richtung ausgerichtet sind. Ja. Wir haben uns gedacht, wir machen uns mal eine kleine Feuerstelle. Dort kann man vermeintlich 1, 2, 3, 4, das müsste hier sein. Ich weiß, die Spitzhacke ist nochmal nicht die Wahl. Vermeintlich auch Essen grillen. Also stellen wir uns jetzt so vor und bilden uns das so lang ein, bis es funktioniert. So, um eine Feuerstelle zu machen. Ein Baumstamm, ein Stick, sagtest du. Mhm. Genau, ein Feuer... Oh, das ist ein bisschen... Muss ich es einmal hergestellt haben? Ja. Okay. Einmal... So, ich will es nämlich nur einmal haben, so ein Campfire. Werd auch gleich mal das Zeug. So, setzen wir das dahin. So. Irgendwie geht ja der Stein darunter unter. Also machen wir und Plan 2. Außenrum würde ich. Außenrum nochmal weg. Setzen wir auch noch Steine rein. Du hast eine Axt. Gut, dann setze ich da Stein rein. Das gute Laminat, das war nicht billig. So und so. Und das bleibt sogar glatt. Wie schön. Hier unsere Feuerstelle. Super. Dann machen wir dann später noch eine gemütliche Couch dahinter. Und vielleicht machen wir sogar die Wasserstelle noch woanders hin. Das müssen wir uns mal später anschauen. So, anzünden mit einer Fackel oder was? Ja, mit einer normalen Fackel, aber Linksklick. Linksklick? Ah. Weil Rechtsklick wäre setzen, alles klar. Genau. Schön, oder? Sehr schön. Von effektives Licht fällt mir gerade auf. Mhm. Wie ist denn das, wenn man jetzt die Fackeln an der Wand wegnimmt? Oder sollen wir nur noch hier, sollen wir so über die Tür drei jeweils? Sollen wir die mal kurz hier wegnehmen? Weil ich glaube, das ist Licht genug, oder? Können wir mal gucken. Also an der Tür würde ich hier lassen. Ja, das langt doch. Das ist ausreichend, das meine ich auch. Das könnte man eigentlich jetzt in jedem Raum machen. So als zentrale Lichtquelle. Wir können das ja auch so ein bisschen so in die Wand einbauen, so als Kamin dann quasi. Das wäre auch nicht schlecht. Dass man jetzt, was weiß ich... Nein, nicht hier. Na gut, egal. Ja. Egal. Du meinst jetzt so einfach jetzt ein Feuer da reinsetzen? Hast du noch ein Fireplace? Nee. Hier unten dann. Okay, Moment, mach ich mal. Moment. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und dann die Couch davor. Oh Mann, wir sind so kreativ. Ich mach mal neue Fireplaces. Oder hast du noch einen? Ja, aber dann zwei nebeneinander, oder? Nee, das lässt der Raum von der Symmetrie nicht zu. Also in der Mitte gefällt mir besser. Ja, wir können uns ja noch im Laufe des Spiels diese Möglichkeiten überlegen. Oder wir machen drei. Nee, wir machen drei. Wir haben einen fetten Kamin. Moment. Wir haben einen fetten Kamin. Das heißt, ich hau mal kurz den Stein da raus. Du willst gar nicht ganz so hoch gehen. Doch, ein Kamin muss höher, oder? Ich wollte das jetzt komplett wegmachen, aber dann passt's ja. So, und dann noch jeweils ein Fireplace dorthin. Hast du noch? Mhm. Okay. Ja, das... Aua, aua, ich habe im Feuer gestanden. Aua! Ich hoffe, du hast deine Arbeitssicherheitsschuhe an. Ich habe natürlich mit Stahlkappe. Hier sieht man, meine Knie sind im Weg und mein Bauch. Ja, okay, sehr schön. So, dann machen wir den Boden hier wieder schön. Boah, der braucht aber ganz schön hier. Da habe ich ja einen Stein schneller weggehackt. Dann haben wir nämlich hier mehr Platz für Tisch und Stuhl. Oder wenn die Entwickler vielleicht noch ein bisschen mehr einbauen. Wir können es ja, können ja mal ausprobieren, ob man irgendwie aus Holzplatten... Guck mal, ich habe das jetzt so hingekriegt, dass das so ein bisschen abgerundet nach oben ist. Wie hast du das gemacht? Einen Stuhl an die Wand gebappt? Ja, mit dem Stuhl hier kriegst du das. Kannst du ein bisschen rumprobieren, bis es dir gut gefällt. Sieht gut aus. Boah, ist das toll. Ja. Ah, das sieht richtig toll aus. Das sind ja ganz neue Möglichkeiten. Oh, das ist der Boden. Wir haben eine Schramme im Holzboden, im guten. So, und gleich haben wir es. So, und den raus und zack. So, du hast noch Holz? Jetzt nicht mehr. Okay, Moment, ich glaube ich noch. Ja. Oh, da habe ich vier Woodplanks gleiche.
Oh, ich gehe mal wieder nach oben. Wir haben schon fast 12:30. Oh, der Boden ist fällig. Der Boden ist fällig! Du bist weg. Naja. Mach ich heute Abend. Okay, wenn wir nach Hause kommen. So, ich mache mal mein Inventar leer. Ich guck mal, was hier so. Hier sind so Waffen und so ein Kram. Also hier im Haus direkt. Die sind an unserem Auto. Wie? An unserem. An so einer Brücke? Naja. Das ist eine Unverschämtheit. Dirt. Destroyed Stone. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Den kriegst du, wenn du Cobblestone abbaust. Das Witzige ist aber, wenn du den aufstellst und den Destroyed Stone nochmal kaputt machst, hast du wieder das Cobblestone. Oh, da sind ja auch noch Steine drin. Verdammt. Cobblestone, Stone, Asphalt. Also ich habe jetzt Stein zu Stein. Ich hoffe, das bringt nicht die Sortierung durcheinander. Nee. Da ist Stein. Da die meisten Stein. Materialien, so wie Stein oder sowas, verbauen wir ja eh wieder relativ schnell. So, da sind nochmal Schmerzmittel. Ah, ne, Moment, das habe ich schon einsortiert. Gut, dann mach ich da oben rein. Iron Ingots. Achso, Waffen. In der Mitte waren Waffen, dann mache ich hier die Schrotflinte noch rein. Den Rocket Launcher, haben wir eh keine Raketen. Doch, ich habe Raketen dazu. So, was zu essen. Können wir auch gleich mal nach unserem Garten gucken. Ah, dass es keine Schilder gibt, das ist wirklich extrem nervig. Ich denke... Verzeih mir, wenn ich das jetzt unsortiert hier irgendwie reinmache. Ja, passt doch. Das ist, können wir doch alles noch irgendwann sortieren. Wir haben ja genug Zeit. Das stimmt. Oh, ich habe schon wieder Angst vorm Rendern. Wobei, die ersten 13 Folgen habe ich auch an einem Tag gerendert. Wobei, das ist jetzt kein Spaß. Nee, das Rendern ist ja immer... Das ist der ätzendste Teil. Also aufnehmen... Ich brauche Angestellte! Aufnehmen macht Spaß, rendern ist scheiße und ja. Hochladen macht man nebenbei. Genau. Und über positives Feedback freut man dann sich umso mehr. Ja, ja. Ja, so, nee, es muss jetzt reichen. Achso, mal den Eimer, den werde ich nochmal befüllen. So. Und dann packe ich den sicherheitshalber mal weg. Weil dann haben wir auf jeden Fall. Wohin da oben? Eimer weg, Taschenlampe, den Cooking Pot mache ich weg. Bottled Water. Wieso kann ich Woodplanks nicht stapeln? Das gibt's doch gar nicht. Haben wir noch irgendwo Holz? Na, holst du gerade Neues, gell? Bin gerade hier draußen ein bisschen am Rumwerkeln. Am Haus, haben die da viel zerstört? Geht. Also so ein, zwei Blöcke mal, aber die sind ja relativ schnell wieder repariert. Okay. Ah, du hast hier Quatsch, da hinten war der Ausgang. Ich dachte, jetzt komplett zugemacht. Die haben schon wieder hier unsere schöne Übergangsbrücke da. Jetzt habe ich keinen Stein dabei, um das zu reparieren. Wo bist du hin? Ach, da vorne Maus. Ich dackel hier gerade an den Häusern rum. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Backup-Matte irgendwo hinlege. Ich habe nämlich noch eine dabei. Okay. Also möglichst irgendwie vielleicht im anderen Haus. Ja, kannst du ja mal gucken. In dem anderen Haus auf dem Dach. Welches soll man da nehmen? Ich nehme das hier. Das Äußerste. Hallo Zombie-Nachbarn. Muss ich mal durch. Guten Tag. Hier haben sie auch die Treppe rausgetackert. So, Sleeping Mate auf dem Dach. Dann haben wir hier eine Backup, warum das für immer was das gut sein soll. So, ist hier was drin? Nee. Doch, hier ist eine Shotgun drin. Ja, cool. Das ist ja sehr interessant. Haben wir nicht alles ausgeräumt? Anscheinend nicht. Whatever. So, Backup-Spawnpunkt ist gesetzt, falls uns das Haus durch ein... Was war das? Baum. Baumfeld, wo bist du? Da hinten. Ja, wie gesagt, das frage ich mich ja des Öfteren mal.
ob irgendwann vielleicht die Möglichkeit bestehen könnte, dass Bäume nachgepflanzt werden oder dass sie nachwachsen. Hm. Ist ja bis jetzt noch nicht so drin. Oh, ist Magazin drin. Echt? Mhm. Das ist aber jetzt, okay. Bin ich jetzt etwas überrascht. Also ich lasse mal die ganzen Sachen da, wo Sachen spawnen könnten. Ich habe nichts. Oh, da oben grünt es auf unserer. Hier von unten sehe ich das. Jawohl, der Mais ist reif. Haust du hier noch einen Baum ein, dann sammle ich noch ein bisschen ein. Achso, das können wir ja selber. Kann ja jeder von uns. Ich habe ja. Wenn ich mich nicht wieder erschlagen lasse. Ja, Bäume pflanzen wäre auf jeden Fall was Schönes, weil. Könnten wir so einen schönen Wald ins Gelände anlegen. Ja, ist auch wegen der Nachhaltigkeit, ne? Ja. Oh. Mitten im Gelände eine Sportlertasche mit ein bisschen Schmerzmitteln. Ich denke, das dürfen die irgendwann noch mit einfügen. Ja gut, das ist Alpha 1, es kommt noch ein Weltcreator. So, da vorne ist ja. Eine Butz. Hallo, Butz. Also da dürfen wir wahrscheinlich noch auf einiges gespannt sein hier. Nein, ich habe schon wieder nachgeladen nach einem Schuss. Nee, nee, Moment, es sind, passen viel mehr rein als einer, der angezeigt wurde. Das ist jetzt irritierend. So. Jawohl. Lecker Fleisch. Müssen wir unbedingt rausfinden, wie wir diesen Kram braten. Wobei, du hast ja so leckere Nierenspießchen gemacht. So sah es zumindest aus. Ja, aber über dem Lagerfeuer geht's wohl nicht. Es hat einer geschrieben, es geht in einem Ofen. Ja, da habe ich es aber, wüsste ich auch nicht wie. Also habe ich ausprobiert. Einfach reinlegen und rausnehmen. Ha. Haben die das hier zerstört? Jo. Oh, die haben wir böse geackert hier unten. Hm. Vielleicht sollten wir das nochmal verstärken, weil also das Wichtigste ist das Fundament von unserer Hütte. Gut, du darfst nicht vergessen, dass wir hier noch keinerlei Fallen aufgestellt haben. Stimmt, die ballern ja immer so dagegen. Haben die hier den kompletten Eingangsbereich samt Tür rausgezimmert? Ja. Mein lieber Gesangsverein, die sind aber grundaggressiv. Hm, dann müsste ich eigentlich nochmal Stein aus dem Keller holen. Ja. Das mache ich auch gerade mal. Kann ich auch das Holz gleich ablegen? Hat man irgendwo schon Holz? Stein, Eisen, Eimer, Rechtsmitte. So, auf jeden Fall. Und die Moon werde ich auch gleich. Da. Haben wir jetzt nämlich 17 Magazine, 10 mm. Das dürfte das für die MP sein, gell? 10, ja, ja, ja. Da haben wir drüben im anderen Lager haben wir noch ganz viel davon. Ja, also Munition haben wir eigentlich genug vorerst. Ich habe noch 31 für die Shotgun. Oh, da habe ich nur... Also Kamin ist schön. Die nehmen ja aber ganz schön die anderen Häuserdächer auseinander. Ja? Da sind überall Löcher, ja, ja. In den Dächern? Mhm. Warum zerstören die anderen Gebäude, wenn wir da nicht sind? Oder vermeintlich nicht sind? Das ist, wenn die auf dem Dach spawnen, dann müssen die ja runter. Leitern können sie nicht, das heißt, die kramen sich nach unten. Ach, die wollen so. Ja zu uns. Das heißt, können wir das Spawn verhindern, indem wir Fackeln aufstellen? Weiß ich nicht, aber ich guck mal. Ich stelle jetzt mal auf jedem Dach ein paar Fackeln auf. Okay. Was kann ich denn noch machen? Ich könnte, ach genau, ich wollte die Front wieder verstärken. Das sah ja nicht so schön aus da vorne. Und Mann, habe ich Stein aus dem Keller mitgenommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nochmal rein. Nämlich gar nicht hat er. Das ist schön, meine Taschen leer gemacht. So Schinken reingehauen. Aber Stein. Hat er nicht mitgenommen. So, Moment, das eine Wasser kann ich gerade mal trinken. So, jetzt haben wir nämlich auch Platz. Hemm sollte sich stapeln. Gut, dann wieder hoch. Can of Ham.
zu friedlich draußen, oder? Haben wir die Zombies eigentlich ausgerottet? Kann man nicht ausrotten, oder? Die kommen immer wieder. Ja, die sind nicht wegzukriegen hier, die Viecher. So. So, ich habe jetzt ein bisschen stärkere Treppe gemacht, ein bisschen zweitig, wobei ich der Meinung bin, dass ich das vorher auch schon gemacht habe. Gut, wir haben ja zum Glück... Ich würde jetzt mal den Bereich unterm Auto verstärken. Mhm, mach das. Also ich lasse die gecrackten Steine ruhig da drin. Ich habe jetzt mal auf dem Dach ein paar Fackeln. Oh. So. Ah, und das Auto kann ich keine Steine setzen. Ah, das geht. Das ist vielleicht gar nicht so uneffektiv. Jawohl. So, wie geht's hier wieder raus? Da hinten hat da was gefehlt. Nee. Schon wieder 19.10 Uhr, also die Tage fliegen dahin. Bald Tag 5 der Apokalypse. Ich mach das aber definitiv heute noch fertig hier. Was denn? Mit den Fackeln. Dass die da die Stecher nicht komplett zermalmen. Mhm. Jetzt haben wir in einer Woche oder so, haben wir hier überhaupt kein Haus mehr stehen, außer unser eigenes. Die Metalltür ist dahin, gell? Die ist weg, ja. Hm. Das ist schade. So, der Eingangsbereich sieht wieder einigermaßen aus. 1935, ich nehme schon mal die Waffe in die Hand. In welchem Haus bist du denn da drüben? Warst du schon auf dem hier, wo ich gerade reinlaufe? Weiß ich nicht. Also nebendran? Müsst ja gucken. Ja gut, ich wollte jetzt mir den Weg sparen. Ach, da gibt's gar keinen. Doch, da. Setzt du die oben drauf oder innen rein? Innen rein, gell? Mhm. Oh ja, hier haben sie auch. Ich mach da mal Steine in die Decke. So, und da noch und da noch. Jo, perfekt. Und okay, du zuerst, Ladies first. So, warst du sonst überall? Ja, aber das können wir auch gleich. Ich gehe mal kurz auf unser Dach, da kann ich auf jedes Dach mal gucken. Das müsste ja dann leuchten. Das ist nicht unsere Hütte. Unsere Hütte ist gegenüber. Die mit dem Auto. Mit dem einladenden Eingang, 20.17 Uhr. Ich mache den Eingang mit Steinen zu, ja? Ja. Vielleicht setze ich eine Begrüßungsfackel aufs Auto. Nee. Vor den Eingang. So. Also vielleicht ein bisschen langsamer. Sollten wir eh noch überlegen, ob wir irgendwie den Bereich... Jetzt habe ich auch keine Steine mehr. Ich mach hinten nochmal zu. So, Metalltür. Oh, die Metalltür hat aber auch schon gute Cracks. Wäre cool, wenn sie da noch ein... Du bist jetzt oben. Dann komme ich mal zu dir hoch. Da können wir da die Aufnahme beenden. Ach Gott, direkt ins Wasser. Ich schwimme eine Runde in den Abend hinaus. Ja, wenn euch das gefallen hat, diese Folge, wie immer, Daumen hoch, freut uns sehr, nette Kommentare. Und ich glaube, den Spruch lasse ich demnächst. Ist mir zu blöd. Ja, würde ich auch sagen. Ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann äußert euch in irgendeiner Form. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil von Seven Days Today. Ja. Am siebten Tag starben wir. Nein, wir haben den vierten Tag, das werden wir überleben. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Macht's gut. Tschüss.